Um zum nächsten Boss zu gelangen, folgen wir einfach mal der Mehrheit, was hier der Fall wäre. Hier stehen keine Mobs. Ne, die stehen hier draußen. Kampfmagier. Hier entlang und dann da ist Lilith Lunastre. Jetzt geht es hier weiter. Da hinten Großes. Okay. Ich hänge. Was denn das? Wer hat denn Würfeln geschrieben? Ich sehe es nicht. Wow. Ich darf mich nicht zu sehr ablenken lassen. Sonst sind wir ganz schnell mal am Boden. Müssen wieder laufen. Ah, so viel Trash. So, sehr schön. Was ist das hier? Bewegungsgeschwindigkeit um 50% verringert. So viel Zeug, was wir jetzt kämen müssen, um dahinter zu kommen. Unglaublich. Ich bin außer Reichweite. Ja, wir machen einfach weiter Gruppen, also Flächenschaden. Da sind wir die ganze Zeit gut mitgefahren. Und bei großen Gruppen lohnt sich's richtig. Auch wenn wir vielleicht öfters mal hier in diesen Buff gehen sollten. Alter Schwede, was hier an Anlegen gebunden droppt. Und wir kriegen nichts davon. Sauerei. Bleib doch einfach mal stehen und dreh dich nicht dauernd hin und her. Ich habe kein Ziel. Da, noch neun. So, zack. Bam, bam, so wird Schaden gemacht, genau. Zack und fort. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das nenne ich Schaden. So, komm, schnapp den da vorne auch direkt noch. Und direkt wieder hier vor. Tempo. Bam. Jawohl. Jetzt hätte ich gerne mal Recount. Ich habe kein Ziel. Um zu sehen, was wir so an Schaden gemacht haben. So, zieh die rüber, genau.
Dann noch so eine schöne Tempoblase. Jawohl, so muss das sein. Tempobläschen her. Bam, bam. Schade, dass das nicht stackt. So. Zack, das hätten wir auch. Und dann geht es zu Krosus. Sengende Höhlenbestie. Das ist nicht Krosus. Die Musik im Hintergrund ist interessant. Alter Schwede, 300 Millionen für einen stinknormalen Mob. Gut, den Hammer. Jetzt geht's scheinbar hier runter. Dann hier auf die. Also die drei hier platt machen. Und dann kommt Krosus hier aus dem Wasser. Ich weiß es nicht. I don't know. So. Ja, der kommt aus dem Wasser. Oh, das ist auch so ein Dämonenfürst. Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Hellboy, wenn man hier das ein bisschen wegmacht. Mal gespannt, wie das ausgeht. 5 Tote bei Brücke, mindestens HT bitte gleich. Okay. So, dann schauen wir mal. Teufelsstrahl, also einmal hier links. Gut, also bisher so schwer ist er nicht. Brennendes Pech. Teufelsstrahl auf der Seite. Upsala. Zerschmettern.
Jetzt müsste gleich mit der anderen Hand der Teufel Sphäre der Zerstörung. Okay, da muss man weglaufen bei Sphäre der Zerstörung. Zerschmettern. Das ist zu weit entfernt. Okay, also wir haben nur so lange Zeit, bis er die Brücke kaputt gemacht hat. Also, wenn man die Sphäre der Zerstörung auf sich hat, schön nach hinten laufen, bei dem Teufelsstrahl einfach auf die andere Seite gehen, bei dieser anderen Aktion hier in die Flächen reinstellen. Weil ansonsten da scheinbar Ads kommen. Okay, also in der Hinsicht, es ist ein einfacher Boss, man muss halt nur aufpassen, man hat nur so lange Zeit, bis die Brücke endgültig kaputt ist. Alles wird brennen. Okay. Gut, der hat jetzt noch 400 Millionen, das schaffen wir locker. Alles wird brennen. Ja, weit ausweichen kann er ja nicht mehr. Teufelsstrahl auf der Seite. Teufelsstrahl auf der anderen Seite. Boah, schnell rein, schnell rein. So, sehr schön. Also ich muss sagen, der Boss gefällt mir von der Spielmechanik richtig gut. So ein Stück rüber. Es ist einfach zu verstehen. Der Boss ist nicht schwer. Und gleich liegt er. Einmal rüber. Und das war's gleich. Sehr schön. Wir haben ihn platt gemacht. Bonusbeute brauchen wir nicht. Schade, haben wir schon bessere, aber das ist nicht schlecht. So, um hier rauszukommen, müssen wir mit Abbild von Khadgar reden. Dann werden wir da hochgebracht. Und ja, morgen geht's mit dem nächsten Boss weiter.